Hallo. Wie spricht man denn deinen Namen aus? Diego. Coolen Style hast du. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Sehr cool. Wo kommst du denn her? Ich komme aus Brasilien. Erzählst du uns noch ein bisschen was von deiner Familie so? Was ist damit los? Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich wurde gekidnappt. Du? Ja. Von wem? Von deiner Familie? Von JR Mafia. Schock. Kind von Mafia entführt. Du? Ja. Ja, wo wurdest du gekippt? In Brasilien. In Amerika, in Brasilien, genau. Ja. Und dann, was haben die mit dir gemacht? Ja, die haben mich nach Deutschland gebracht. Aber ich muss halt weg von hier. Wo willst du hin dann? Ich muss nach Amerika. Ja, wo willst du? Kennst du jemanden in Amerika? Ja, ich kenne L.A. Ganz Amerika kennt mich. Ah, warum? Hast du schon einen Hit gehabt oder warum kennen die dich? Nein, die Sache ist, weil ich gekidnappt bin, weil ich sehe auch aus wie Tupac Shakur. Mhm. Und das ist halt mein Vater. Eine Sensation. Tupac war in den 90ern ein mega bekannter Rapper, der weltweit Erfolg, aber auch viel auf dem Kerbholz hatte. Ist Diego wirklich sein Sohn? Ich wusste auch gar nicht, dass er einen Sohn hat, aber... Er hat viele Söhne, hat viele Söhne. Der Mann hat viele Söhne, ey. Und einer bist du davon? Ja. Geil. Ja, ja, alles klar. Also, was willst du für uns singen? Break It Up habe ich einmal da. Ja, mach. Ja, easy. Oh, let me turn it like this, okay? Okay, we on the new level, okay? I whoa, 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 fuck it up, fuck it up, fuck it up. I'm gonna do my thing, yeah. I'm gonna pop a champagne, yeah. But it up. Hey, oh, she got a man, you know. What's up? Back in it. Back in it, back in it, back in it. I'm a cat, no, I'm a man cat. Bad bitch, you wanna fuck me? Yes. I fuck her in her ass, in her pussy back. These niggas suckin' pussy butt, I don't give a damn. I'ma do my thing. This could be so high. I'ma push and pay. Everybody know, but yeah, we celebrate. Hey, everybody know, but yeah, we celebrate. Ay, whoa, I'm in the second right here. I'm gonna get in the money. I'm gonna fuck any bitch. I'm gonna get in the money. I'm gonna fuck any bitch. All the cops see bitches. I could have fucked them. Hey, 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 oh, I'm the nigga. I'ma pull up with a chicken fucking bitches. Say, don't take any bullshit by me, yeah. Okay, here you go. Wow, danke. Was für ein cooler Stunt. Diego, zieh dir die Hose ein bisschen höher. Dude, no, that's my style. Ja, aber der Style, jetzt ist der Style, der hinten ist ein bisschen zu weit. Das ist Gangster, das ist Gangster. Ach, so weit? Ja, okay. Gangster. Die Gelegenheit werde ich nie wieder kriegen, mit dem Sohn von Tupac ein Foto machen. Geht das? Ja, klar. Super. Der Linke sieht gut aus. Cool aus. Der Linke? Dankeschön. Ja. Ja, von mir aus gesehen, der Linke. Oh, okay. Ich hab dich doch gemeint, Mensch. Ah, oh, okay. Oh Mann. Also, ich fand deine Stunts cool, war sehr entertaining, also das kann man auf jeden Fall sagen. Ich weiß noch nicht, ob die Menschheit bereit dafür ist, für das, was du da machst. It's a new level! Das ist wirklich new level shit. Ey, German. Aber ich finde dich irgendwie interessant und du bist entertaining. Und ich glaube, ich gebe dir ein Ja. Ganz ehrlich, also so ein paar F-Worte und so ein paar N-Worte und so ein paar Dings-Worte, das kriegt man irgendwie auch gesagt. Ob das jetzt was mit Gruben retten zu tun hat, wage ich zu bezweifeln. Wir haben gerade auf unserem Label haben wir die neue Wu-Tang Clan rausgebracht mit RZA und so. Und die haben ja auch eine sehr explizite Sprache manchmal. Aber das klingt doch echt ein bisschen anders und noch professioneller. Also ich bin nicht überzeugt. Du bist auf dem Groove. Der Text ist, wie er ist. Sowas gibt es. Sowas hat auch Erfolg. Von mir kriegst du ein Ja. Boah, harter Tobak, Dieter. Klar, weiß ich. Mama mia. Ich kann dem Sohn von Tupac würde ich niemals ein Nein geben.
Ich bin irgendwie gerade ein bisschen sprachlos. Was ist das jetzt? Was macht man mit dir? Mich hast du erreicht, ich bin dabei. Okay, dann hast du dreimal ja. Echt, ne? Einfach Wahnsinn. Der mutmaßliche Sohn von Tupac hat es in den Recall geschafft. Das steht sogar schon in der Zeitung. Tupac wäre stolz auf mich, weil ich das geschafft habe, weil ich von hier rausgekommen bin. Muss ja nicht alles immer so Mainstream sein. Ja? Und so ein Typ, der so ein bisschen verrückt ist, ja, da muss man einfach mal sagen, komm, das probieren wir mal. Ich halte das für echt spannend, was mit dem passiert. Bei TV Now findest du alle Folgen auf Abruf und in voller Länge. Alles rund um die Sendung gibt's bei rtl.de.